Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar bei der nächsten Review der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses nochmal im Kurzvideo darum, was diese Kopfhörer hier so alles können. Und zwar habe ich ja schon in dem Erläuterungsvideo in der Review gesagt, was etwaige Minuten geht, 15 Minuten geht das. Wer sich das Ganze nicht anschauen will, dem will ich hier nochmal erklären, worum es hier eigentlich geht. Und zwar haben wir ja hier in diesen Kopfhörern einen G-Sensor eingebaut. Unglaublicherweise, wenn man jetzt die Kopfhörer in dem Modi still liegen lässt, passiert nicht viel. Sobald man aber anfängt zu joggen, guckt mal einer an, was hier passiert. Dann gehen die LEDs rapide vorwärts. Wenn ich jetzt wieder stillhalte, passiert nichts, die Musik läuft. Aber je nachdem, wie ich laufe, ihr seht das, kommt ein Farbwechsler zum Einsatz. In verschiedenen Farben natürlich, grün zu blau, zu lila. Und die gehen jeweils im Helligkeitstakt natürlich mit, je nachdem, wie schnell ich mich jetzt bewege. Krasse Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier natürlich auch verschiedene andere Modi, und zwar den roten jetzt hier. Gucken wir mal, jetzt ist der G-Sensor nicht angestellt. Jetzt ist es die Musik, die jetzt genauso funktioniert. Das heißt, im Takt der Musik, wenn wir jetzt alle mal still sind, im Takt der Musik gehen die Kopfhörer jetzt mit den LED-Farben voran. Ne? Das ist schon mal ziemlich genial gelöst. Wenn ich weiter drücke in den nächsten Modi, müssten wir jetzt hier so einen, genau, den Atmungsmodus haben, auch im LED-Farbwechsler-Modus, wie man das Ganze jetzt hier sieht. Eine ziemlich krasse Sache. Echt genial. Finde ich jetzt persönlich sehr cool. Es rauscht jetzt zwar ein bisschen hier das Video, aber das macht nichts. Es soll ja eigentlich nur zeigen, welche krassen Farben dabei sind. Auch wenn man die leider nicht ganz so gut erkennen kann. Aber trotz alledem fetzen die Kopfhörer definitiv. Gucken wir mal. Jetzt haben wir hier wieder... Nee, geht ja sowas nicht an. Passiert jetzt? Nix. Jetzt sind die aus. Jetzt müssten die eigentlich wieder von alleine... Ach, jetzt wieder der G-Sensor aktiv, alles klar. Jetzt kommt wieder hier der nächste Modi. Also das war eben Modi 4 ist dann, wenn wirklich alles deaktiviert ist. Ansonsten gehen die hier direkt mit im Musiktakt. Und dann hat man noch einmal dieses Atmen der Kopfhörer, was man jetzt hier wahrnehmen kann. Diese drei Modi, und die kann man auch unterschiedlich mit der EC-App auch noch testen. Wenn ich die jetzt runtergeladen kriege, werde ich die euch auch nochmal vorstellen. Das sind die EC Shine. Ziemlich geile beleuchtete Sportkopfhörer, wie ich finde. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin, auf Wiedersehen.